So, es hilft nichts. Müssen nochmal neu anfangen. Ich hoffe, es wird irgendjemand findet mich. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt, dann machen wir das jetzt einfach nur für die Reserve, für die Konserve und ihr könnt euch das irgendwann mal angucken. Tja, dumm gelaufen. Aber so ist das mit der Technik. Ich habe ein neues Mikrofon und ich wollte das irgendwie in ordentlich machen. Und die Technik aber nicht, ich war zu doof. So, hilft nichts. Ah, komm, ich habe zwei Leute, die schon zugucken. Ich bin total begeistert. Ja, tut mir leid, ist kacke gelaufen. Aber so ist das manchmal, wenn man irgendwie live irgendwie was macht und man kriegt das nicht so richtig auf die Kette. Mein Bruder hat mir eine Kamera gekauft und hat gesagt, die wäre idiotensicher, was ich jetzt hiermit verneinen muss. Ja? Also ich habe es nicht hingekriegt und egal, jetzt läuft's, alles gut. Und Ludger schickt die Leute in den neuen Stream. Boah, ist das doof. So, aber jetzt habt ihr ein richtiges Bild, angeblich. Auf der Kamera sieht das besser aus als auf dem Bildschirm. Und ja, das neue Bild ist irgendwie verzögert. Ich weiß nicht, warum. Eben war das nicht so. Ich habe das heute Mittag ausprobiert. Ihr müsst euch das jetzt einfach schön gucken. Egal. So, wir haben Anfang März. Ihr habt ja irgendwie die Geschichten mitgekriegt, jetzt hier Aumeier und Liebig machen jetzt irgendwie Videos, irgendwie so Betrachtungen. Guckt euch das ruhig an. Man kann immer was lernen, auch wenn man lernt, wie man es nicht macht. Der Binder hat das schon kommentiert. Auch da immer hingucken. Gibt es immer Dinge, die man irgendwie mitnehmen kann? Gibt es Dinge, die man lässt? Ich habe mir zum Beispiel deswegen jetzt zum Anlass genommen, mal irgendwie ein Hemd anzuziehen, ja? Weil ich dachte, ist vielleicht hübscher. So, machen wir Anfang März, was man so machen muss und was man bitte nicht macht. Ich fand, das ist irgendwie eine gute Geschichte, da kann jeder sich rausnehmen, was er braucht. Was man machen muss. Also ich würde jetzt sagen, was ihr machen müsst, ist, ihr guckt euch die Stände an und guckt euch die Völker mal an und ihr müsst die kontrollieren. Ihr müsst kontrollieren, ob genügend Futter drauf drin ist in den Kisten. Gerade wenn es warm wird und viel Pollen reinkommt, solange noch keine Pollen da sind, ist das alles kein Problem, weil die Völker dann nur langsam anfangen zu brüten und dann brauchen die auch nicht viel Temperatur und dann brauchen die auch nicht viel Futter. Wenn ihr aber in dem Moment, wo die richtig Brut haben, wo Pollen reinkommt von außen, erster Pollen wäre dann irgendwie Haselnuss und dann jetzt Erle und jetzt bei uns, wir sind ja hier ein bisschen wärmer als, also ist ja Kölner Raum, ist ja ein bisschen wärmer traditionell als der Rest von Deutschland, dann habt ihr schon mal so Weidenpollen, Kornusmast, also hier die gelben Kornusse blühen, die bei uns am Blühen, die ersten Kirschen gehen auf, also so Zierkirschen und so Geschichten. Und ja, das ist halt auf, dann kommt Pollen rein, dann fangen die so richtig an zu brüten und wenn die richtig anfangen zu brüten, dann brauchen die richtig Futter. Das heißt, dann sind die nicht mehr mit irgendwie einem Pfund oder einem Kilo in der Woche dabei, sondern brauchen die auch schon mal 2 Kilo Futter. Also ich fände, auf dem Volk sollten jetzt so drauf sein, noch so 5 Kilo Futter plus minus, weil so ein Volk braucht immer ein bisschen Puffer und es ist immer schade, wenn das dann so kurz vor knapp irgendwie kaputt geht, weil dann die Luft raus ist. Das heißt, ihr guckt, dass da Futter drauf ist. So. Ihr guckt, dass das Futter bienenverfügbar ist. Das heißt, das muss irgendwie in der Nähe vom Brutnest sein. Wenn es nicht so kalt ist, dass sie in der Traube sitzen, dann ist das egal, wo das Futter in der Kiste ist. Die holen sich das ans Brutnest. Wenn es aber so ist, dass es so richtig kalt wird und die bilden nochmal eine richtige Wintertraube. Im Moment ist es so, die in den Nächten, bei uns ist es jetzt -3 manchmal so, dann machen die eine Traube und dann sitzt die Traube nur da, wo die Brut ist, um die Brut zu wärmen, weil die können die ja nicht mitnehmen, ne? Die sitzen ja in den Zellen. Und dann kann es sein, obwohl das Futter relativ nah dran ist, dass die trotzdem verhungern. Das heißt, wenn ihr dann jetzt ganz eng geschiedet habt und ihr macht alles richtig nach der wahren Lehre des frühen und engen Schiedens und das Futter ist außerhalb vom Schied, und es wird richtig kalt, dann lachen die anderen. Wenn alles gut geht und es bleibt warm, dann seid ihr im grünen Bereich, dann ist für euch alles gut.
Das ist ein bisschen risky. Ich mache das nicht. Also ich habe immer gerne auch Futter vorm Schied, ein bisschen. Ich schiede die nicht so eng. Ich habe aber noch gar nicht geschiedet. Also die meisten Völker habe ich noch nicht geschiedet. Die Völker, die ich geschiedet habe, sind die, wo ich Futter draufgelegt habe. Weil da ist schon besser. Also wenn ich die eh auf habe, die Kisten und mache, dann schiede ich die und dann lege ich oben über den Brutbereich, lege ich einen Paketfutterteich. Mit, habe ich mal erzählt, ne, wie ich das mache. Ich nehme die Tüte, ich habe so flache Tüten, Apifonderbeutel, dann schneide ich in eine von den flachen Seiten, schneide ich ein Loch rein, irgendwie, keine Ahnung, 5 cm Durchmesser, bisschen mehr irgendwie, und lege das mit diesem Loch nach unten auf eine Wabengasse, wo Brut drunter ist, dann können die da rein, sich reinfressen. In diesen Hohlraum steigt die warme Luft von der Brut, ist ja warm, ne? Da steigt die warme Luft rein, kondensiert, das Wasser kondensiert an dem Futterteich und an der Folie, im Foliendeckel, und dann können die sich das gut holen. So, das ist eine gute Geschichte. So, wenn ihr die aufgehabt habt und nach Futter geguckt habt, ihr könnt ja sehen, also wenn jetzt ein Volk wirklich total krass, also sehr schwer ist, ne? Und dann braucht ihr da nicht groß reingucken. Ihr könnt da mal reingucken an einem warmen Tag. Weil ihr müsst auch gucken, ob die Weisel richtig sind. Jetzt ist ein Moment, wo man mal gucken kann, ob die schon Brut haben, aber ihr macht da nicht, ihr wühlt da nicht drin rum, sondern ihr guckt nur ganz kurz, sind die Weisel richtig? Sprich, ihr habt Brut und jetzt müsste man eigentlich auch schon verdeckte Brut haben. In den meisten Völkern sollte jetzt verdeckte Brut sein. Bei mir gibt es schon verdeckte Drohnenbrut. Und das ist ein guter Punkt, wenn ihr ein Brutnest habt, wo ihr Drohnenbrut drin seht, aber eigentlich gehört da Arbeiterbrut hin, dann ist es oft so, dass die Königin über den Winter, die ist vielleicht relativ spät begattet worden, weil die spät umgeweiselt, still umgeweiselt haben im Spätsommer oder so und da waren nicht mehr viele Drohnen da. Dann kann es schon mal sein, dass ihr, dass die Königin in der Spermathek keine Vorräte mehr hat und dass sie anfängt nach dem Winter, wenn die wieder anfängt zu legen, dass es dann einfach nur noch Drohnenbrut gibt oder gut gemischt. Dann habt ihr so ein Brutnest. Und in dem Brutnest habt ihr ganz, ganz viele Drohnen. Die seht ihr ja, weil die halt höher sind. Ne? Das ist ein Zeichen dafür, dass die Königin nichts mehr kann. Wenn da jetzt noch normale Brut und Drohnenbrut gemischt ist, dann könnt ihr noch ein bisschen warten, bis es irgendwie Königinnen gibt. Wenn ihr aber, wenn das nur noch Drohnenbrut ist, dann müsst ihr was tun. So. Und dann macht es Sinn, die mit einem anderen Volk zu vereinigen. Also die Königin rausfischen, die müsst ihr finden, macht er kaputt. Und dann hängt er die beiden Völker einfach zusammen oder stellt die oben drauf oder was er macht, ist egal. Das ist zwar blöd für, auf den ersten Blick, weil man verliert natürlich dann ein Volk, aber das Volk ist dann so verstärkt, dass ihr sehr früh im Jahr hingehen könnt und da zwei kräftige Ableger von machen könnt oder das wieder teilen könnt mit einer neuen Königin, wenn ihr noch eine kriegt. Aber ihr habt die Bienen, die sind produktiv und die können was machen. Ja? Die sind nicht so, dass die Drohnen aufziehen müssen, sondern die ziehen Bienen auf. Umweiseln, wenn ihr habt, eine Reservekönigin, ist natürlich eine super Jahreszeit jetzt. Also bis die ersten Drohnen fliegen, werden die Königin sehr gut angenommen. Bruder Adam hat immer im März umgeweiselt. Ich weisel auch gerne im März um mit einer jungen Königin vom letzten Jahr, die ich in kleinen Einheiten habe. Das hat den Vorteil, dass die dann direkt richtig loslegt. Die ist dann im letzten Jahr nicht so sonderlich gefordert worden und jetzt gibt die dann richtig Gas. So, ihr könnt die, wenn ihr jetzt umweiselt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt die alte rausfischen und die neue reinlaufen lassen. Einfach auf dieselbe Wabe, dann seht ihr sofort, was Sache ist. Das mache ich manchmal. Schöner ist natürlich, wenn ihr sie in einem Ausfresskäfig habt, dann packt ihr sie in die neue, packt ihr in den Ausfresskäfig mit ein bisschen Futterteichverschluss und hängt die in eine Wabengasse. Und die werden sehr sicher angenommen. Schön ist auch, wenn ihr ein Mini Plus habt oder ein Kieler Begattungskästchen oder ein irgendwas Kleines, dann stellt ihr einfach auf eure Kiste, stellt eine Leerzarge drauf. Keine Folie, nur eine Leerzarge. Stellt das Kistchen mit der neuen Königin einfach mit offenem Bodenschieber oder ohne Boden bei einer Mini Plus Zarge einfach oben auf das Brutnest drauf. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dann macht ihr so ein Zeberwisch dazwischen. Macht aber ein paar Löcher rein mit dem Stockmeißel, so Schlitze, dann sind die ganz schnell vereinigen sich und gut ist. Und dann muss man nur irgendwie eine Woche später hingehen und die Bienen von oben räuchert man nochmal so ein bisschen ein. Die Ableger, also die Mini-Plus-Zarge oder das Kielerkistchen oder was auch immer, dass die Königin nach unten flieht, müsst ihr sicher sein, dass die wirklich nach unten gegangen ist. Weil die bleibt gerne bei ihrem alten Brutnest. Aber müsste eigentlich, wenn unten schon Brut war, sollte es wohl gehen. So.
Was haben wir noch? Also das müsste gemacht werden. Futter drauf, gucken, Weisel richtig, genau. Ja, dann ist die Frage mit der Schiederei. Das kann man jetzt machen. Also es wäre eine schöne Zeit, wenn es ein bisschen wärmer wäre. Also wenn du bei 0 Grad die Kiste aufmachst zum Schieden, das kannst du machen. Es gibt Leute, die machen das, weil muss. Ne? Ich mache es nicht, bei mir muss er nicht. Ich mache die auf, wenn es ein bisschen warm ist und dann gucke ich eh rein. Und ich versuche immer möglichst viele Sachen zusammen zu machen. Das heißt, wenn ich hingehe und ich mache die Kiste auf, weil ich sie sowieso aufmachen muss, dann gucke ich nach dem Futter, dann gucke ich, ob die Weisel richtig sind und dann mache ich das mit dem Schied. Und dann mache ich die Kiste wieder zu und dann weiß ich genau so, die Kiste muss ich jetzt für 3 Wochen nicht mehr dran. Mache ich mir dann ein Zeichen drauf, fertig. Das funktioniert gut. So, jetzt fragen natürlich Leute, wie ist denn das mit dem Schimmel? Ja, jetzt haben wir Schimmel in der Beute nach Torben Fischer sind Tore, Torben, Torsten, ich vergesse es immer, egal. Nach dem Schiffer sind ja die, unser Problem ist ja, die Beuten sind alle verschimmelt. Gut. In der Regel sind die Beuten nicht verschimmelt, aber in der Regel kann es schon mal sein, dass so ein paar Randwaben ein bisschen schimmelig sind. So, da könnt ihr jetzt hingehen und die rausnehmen, die verschimmelten Waben. Ihr könnt aber auch sagen, drauf geschissen, Entschuldigung, ist mir egal, die Bienen werden das schon sauber machen und es wird auch so kommen, die Bienen werden das sauber machen. Braucht ihr euch überhaupt nicht drum zu kümmern. Was man machen kann, ist den Boden schnell sauber machen, wenn viel Totfall im Boden ist. Ich mache das immer, weil es geht blitzschnell. Und wenn ihr mal guckt, wie so mühsam so eine Biene, so eine tote Biene daraus zerren und wegfliegen muss und wie schnell ihr das so könnt, dann spricht nichts dagegen, das zu machen. So. So, was kann man noch machen? So, jetzt fangen jetzt, das sind die Sachen, die man machen muss. Ne? Also Schied setzen fällt schon unter die Sachen, was man kann. Ich hatte doch den Zettel auch ein bisschen anders aufgefordert. Egal. Ich habe unten noch einen Zettel, den fällt mir gerade auf. Also das Futter müsst ihr machen, Weisel losgucken müsst ihr auch machen, könnt ihr aber auch noch 2 Wochen mit warten, ist egal. Würde ich aber schon mal tun, weil wenn ihr jetzt irgendwie einen Ableger habt, einen kleinen und ihr habt ein großes Wirtschaftsvolk, wo ihr seht, boah, die Königin kann aber nichts mehr. Und ihr hängt das kleine Wirtschaftsvolk, nachdem er die Königin rausgenommen hat, zu dem großen Wirtschaftsvolk, den Ableger dazu. Dann habt ihr ein Bombenvolk mit einer jungen Königin und alles ist gut. So, was ihr machen könnt, wie gesagt, schieden. Ihr könnt jetzt schieden, ihr könnt aber auch noch 2 Wochen warten. Es tut sich, passiert nicht viel. Wenn ihr schiedet, beim offenen Gitterboden, da gibt es ja immer die Geschichte mit dem Wärmebrett. Ich persönlich habe keine Wärmebretter drin. Ich mache manchmal die Windel rein im Frühjahr, aber das ist immer ein bisschen doof, weil dann hast du einen Totraum geschaffen, den die Bienen nicht sauber machen können. Also die können den Gitterboden von oben sauber machen, aber die können nicht das Gemüll, was durch den Gitterboden auf die Windel fällt, sauber machen. Das muss man dann als Imker regelmäßig machen. Das ist ein Arbeitsschritt mehr, mache ich nicht. Mir ist es egal, meine Kisten bleiben unten auf. Aber schöner für die Bienen wäre es, wenn die Kiste unten zu wäre und da nicht so viel, die Luft da nicht so rumweht. Das heißt, man macht dann man trifft so einen Kompromiss und macht sich Wärmebrettchen. Wärmebrettchen sind so groß, wie der Gitterboden unten ist, der Bereich, der vor dem Schied ist, also quasi da, wo die Brutwaben sind. Ja? Dann sind die von unten sind, kriegen keine kalte Luft nach unten, Abstrahlungskälte geht nicht nach unten. Und daneben der Streifen hinterm Schied, der bleibt dann auch der Gitterboden frei. Das heißt, die Luft kann zirkulieren und ihr habt besseres Stockklima, laut der Leute, die das machen. Ich glaube, es ist gut, wenn ich das machen, also wenn ich wenn ich die Muße hätte, würde ich das tun. Ich habe es aber noch nicht getan. Ich habe so Wärmebretter, kann man machen. Wärmebretter kann man drin lassen, würde ich so lange drin lassen, bis es nachts nicht mehr wirklich richtig schlimm kalt wäre. Ich würde eigentlich die Wärmebretter in der Saison drin lassen. Ich würde die gar nicht rausnehmen, weil auch wenn es draußen 5 Grad oder 10 Grad ist, ist es immer noch viel kälter als die 35 Grad, die die Bienen halten müssen. Was man hat bei geschlossenen Böden, ich kann jetzt bei Wärmebrettern kann ich nicht mitreden, ich kann nur bei geschlossenen Böden mitreden, weil die habe ich gehabt früher immer. Was bei den geschlossenen Böden der Unterschied ist, die brüten bis unten an die Unterkante auch schon, obwohl da noch gar nicht so viele Bienen sind, dass die unten schlimm durchhängen, weil die auch die Temperatur halten können im Bereich der Wabenkante. So, das tun die dann, wenn ihr mit Wärmebrettern arbeitet. Welches Brett kannst du nehmen? Du kannst alle Bretter nehmen, alles nehmen, was nicht rund wird. Also schlimm ist halt, oder nicht so schön, also
Was richtig ein Problem werden könnte, ist, wenn ihr Bretter da unten drin liegen habt, die dann irgendwie rund werden, am besten über die Längsseite und dann quasi das Flugloch zum Beispiel verdecken von innen. Ja? Das ist ein GAU. Das darf nicht passieren. Flugloch muss immer frei bleiben. Deswegen haben manche Leute auch vorne noch so ein bisschen so das Werbebrett war 2 Zentimeter zu kurz, dass das auf keinen Fall passieren kann. Das kann man so machen. Aber da müsst ihr euch mit irgendjemand unterhalten, der sich mit Wärmebrettern wirklich auskennt. Ich bin nicht der Wärmebrettfachmann. So, Sheet. Ja, wie eng? Wie machen? Ja, wie eng? Wie machen? Das sind alles so, das schreibe ich mir dann so auf, wenn ich am Küchentisch sitze. Das klingt für mich logisch, aber es ist überhaupt nicht logisch, weil, ja, wie eng? Ja. Wir haben mal eine Sendung, ich habe mal eine Sendung gemacht über einen angepassten Brutraum. Da ist, oder wie da, wie ihr wollt, dass das mal wirkt, das Brutnest, wo ihr glaubt, was die Königin kann. So mache ich das. Oder ihr macht gar keinen Sheet rein und macht einfach die Kiste voll mit Waben. Das geht auch. Den Bienen macht das nichts. Nur wenn ihr die Kiste komplett habt mit Waben, werdet ihr vermutlich einen Schwarm irgendwie, auch mal einen Schwarm haben. So, bei mir ist nichts stehen geblieben. Bei mir ist nichts stehen geblieben. Bei mir läuft alles. Ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, YouTube. Auch die Verbindung ist heute nicht gut. Ich ruckel und ich bin hinterher und es ist alles heute nicht so prickelnd. YouTube ist bestimmt auch müde. Ludger schreibt, bei mir hilft ein Reload. Wenn ich jetzt einen Reload mache, ist aber der Livestream weg. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das so richtig will. Ich glaube, ich will das nicht. Wir machen das jetzt einfach so. Ah, ihr sollt einen Refresh machen. Gut, macht ihr mal einen Refresh. Sagt der Ludger. Ich habe keine Ahnung. So, Sheet. Also, ihr könnt einen Sheet machen, wenn ich jetzt einen Sheet machen würde und ich wäre neu in der Imkerei und ich hätte keine wirkliche Ahnung, was da so passieren soll, dann würde ich das Sheet so machen, dass ich jetzt einfach stumpf bei Dadant, ne? Wir reden jetzt von Dadant, würde ich stumpf auf 6 Waben schieden und denen dann vielleicht sogar noch ein Rähmchen geben mit einer halben Mittelwand drin, dass die halb normale Brut und halb Drohnenbrut machen. Wenn ihr 6 Rähmchen habt, dann habt ihr 7 Rähmchen drin, dann werdet ihr immer noch Honigkappen haben und es wird nicht sehr eng geschiedet sein, aber es wird auch keine Probleme machen. Wenn ihr auf 4 Waben schiedet, wird es viel krasser sein, die Auswirkungen, aber ihr werdet auch Probleme kriegen, weil ihr den Moment zwischen Verhungern oder zu viel Druck im Kessel werdet ihr nicht hinkriegen. Da würde ich mich rantasten und ich würde mich von oben rantasten, nicht von unten. So, Drohnenrahmen schreibt er jetzt schon. Ja, kann man machen. Also ich persönlich habe meinen Drohnenrahmen, ich habe mit Drohnenrahmen eingefüttert. So, wenn bei denen, wo ich keine TBE gemacht habe, da bleibt er drin. Und die anderen kriegen jetzt, wenn ich die Honigräume gebe, kriegen die auch schon Drohnenrahmen. Aber nicht, weil ich das so toll finde jetzt im Zeitpunkt, sondern weil ich es einfach will und ich will mich da nicht mehr drum kümmern. Ich mache einfach möglichst viele Sachen auf einmal. Wie gesagt, ich würde schieden. Ich würde schieden, ich würde einen Drohnenrahmen geben. Ich würde Absperrgitter drauf tun, ich würde einen Honigrahmen drauf machen. Das wäre jetzt zwar noch sehr früh, aber bei der Dant kannst du das so machen. Die Bienen heizen tatsächlich mehr so die Traube als die Kiste. Die heizen natürlich auch ein bisschen die Kiste. Aber ihr müsst es dann einfach nicht mehr später machen. Und normalerweise ist es so, dass man als Imker immer zu spät kommt. Also bei den meisten Sachen kommt man zu spät. Und wenn da eine Kiste schon drauf ist, dann können die sich oben das schon mal irgendwie angucken und können sich da schon mal sauber machen und machen. Und sobald dann von der Weide wirklich was reinkommt, dann geht das nach oben in den Honigraum, wenn ihr die richtigen Bienen habt. Wenn ihr Bienen habt, die gerne brutnestnah lagern, werden die das in die Waben hinter das Sheet tun. Dann habt ihr nachher volle Futterwaben hinterm Sheet und ärgert euch damit rum. Aber das liegt dann ein bisschen an der Biene. So, Futterwaben bleiben auf jeden Fall noch drin. Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt Leute, die, sobald die Sheet setzen, nehmen die alle Waben dahinter raus. Das ist nicht gut. Deswegen, was steht hier, können auch zu viel Futter haben. Ja, klar, können die zu viel Futter haben. Bienen können zu viel Futter haben, wenn sie keine Brut anlegen können, weil da einfach kein Platz ist. Aber die brauchen jetzt auch richtig Futter. Das heißt, das wird dann langsam mehr. Besser so einfüttern, dass die auch immer ein bisschen Platz noch haben. Jetzt wäre auch eine schöne Jahreszeit, wo man darüber nachdenken kann, wie man die Völker ein bisschen unterstützt.
Ihr könnt die nicht mehr irgendwie pimpen und stark machen. Das ist alles so später, ne? Das ist alles eine Geschichte, das macht er im Juli, August, nicht jetzt. Jetzt geht es nur darum, die Bienen noch zu helfen, dass die gut durch den Winter gekommen sind und dass die jetzt gut in den Frühjahr kommen. Das ist für die Bienen die härteste Zeit. Die haben jetzt, es wird weniger, die Bienen, ne? Also jeden Tag sterben jetzt Bienen, weil das Winterbienen sind. Die sind jetzt alt, die fangen jetzt langsam an zu sterben. Hat noch nicht richtig angefangen, aber kommt jetzt, fängt jetzt an, werden auf jeden Fall jetzt erstmal nicht mehr mehr. Und die müssen aber gleichzeitig immer mehr Brut pflegen. Das ist für die Bienen ist das eine wahnsinnig harte Nummer. Und da muss man die ein bisschen unterstützen oder kann man die unterstützen. Unterstützen tut man die, indem man die warm hält. Das heißt, dass man, wie gesagt, ein Wärmebrett zum Beispiel reinmacht oder die Kisten auch irgendwie. Früher hat man die Kisten dann isoliert, mache ich nicht. Aber dass die vernünftig eng sitzen, das macht man mit dem angepassten Brutraum. Wenn man das möchte, gibt es tausend Möglichkeiten. So, und dann ist es gut, wenn irgendwie in diesen Kisten so ein Futterstrom ist. Weil das ist, und zwar kein so ein hysterischer Futterstrom, wie wenn Tracht wäre. Ne? Wir wollten auch keine Trachtsituation simulieren, weil dafür sind die Völker gar noch nicht ausgelegt. Das ist übrigens ein guter Punkt. Trachtsituationen, das habe ich eben nicht gesagt, wo ich gesagt habe, wo man wirklich drauf achten muss, aber steht es auf meinem Zettel ganz oben drauf, da steht Räuberei. Und zwar, ihr habt, das ist ja auch eine Trachtsituation, ne? Also wenn ihr plötzlich irgendwie bei Völkern merkt, es blüht noch gar nichts, es ist gar nichts, was irgendwie ist, aber plötzlich habt ihr ganze Waben voll mit frischem, offenen, glänzend und so, dann kommt das irgendwo her. Und in der Regel kommt das von anderen Völkern, die entweder verreckt sind, weil man es irgendwie, der Besitzer hat es nicht mitgekriegt, die sind einfach roher gestorben, die stehen da rum. Es gibt ganz viele Imker, die haben irgendwie keinen Bock, die Kisten sauber zu machen oder wegzuräumen, weil das ist total blöd, die wegzutun, wenn da viele Futterwaben drin sind. Die schmelzen sich ätzend aus, also volle Waben schmelzen, macht überhaupt keinen Spaß. Und dann lässt man die Kisten einfach noch stehen 2 Wochen, dann sind die leer. Das heißt, wenn ihr an den Stand kommt, das Erste, was ihr macht, ihr checkt die Fluglöcher. Ihr guckt, ob da Räuberei ist. Wenn ihr ein Flugloch habt, wo Räuberei war, seht ihr, das ist klebrig drumherum, es hat so Pöckchen. Seht ihr sofort. Das lohnt sich immer hinzugucken, wenn so gar nicht, die Bienen gar nicht richtig fliegen, aber ein Volk fliegt so richtig, dann geht mal gucken, wie das da aussieht, ob das vielleicht entweder die Räuber sind, könnt ihr nichts machen, oder ob das das ausgeraubte Volk ist, dann müsst ihr was machen. In der Regel sind die ausgeraubten Völker nicht, weil die sich nicht wehren können, sondern weil die tot sind. Dann macht er das zu. Ne? Stopft das Flugloch zu und fertig. Wenn die ausgeräubert werden, weil die schwach sind, dann müsst ihr das Flugloch super klein machen und ihr müsst die Bienen woanders hinstellen. Wenn ihr sehr unterschiedliche Bienen am Stand habt, ihr habt zum Beispiel irgendwelche Backfast-Sorten, Backfast-Dinger am Stand, ihr habt Carnica am Stand, ihr habt eine Ligustica am Stand, was weiß ich, weil ihr irgendwie so dem Internet nicht widerstehen konntet und alles mal ausprobieren müsst, ja, das gibt's ja so, Vögel, ich habe das früher auch gerne mal so Sachen ausprobiert, dann habt ihr das Problem, dass ihr Völker am Stand habt, die noch pennen, wobei ihr andere Völker am Stand habt, die schon richtig auf Suche sind. Und dann gehen die und gucken sich die Kisten an und finden die Nachbarkiste, wo das Flugloch offen ist, wo Honigwaben drin sind, aber keiner darauf aufpasst. So, dann ist die Räuberei im Gange, bevor ihr Piep sagen könnt. Da kann man auch nicht viel gegen machen, außer ähnlichere Bienen haben. Ja? Weil ihr braucht Bienen, die, wenn die gleichzeitig wach werden, passiert da nichts. Also wenn die Völker nicht krank sind, und dann werden die nicht ausgeräubert, auch Mini-Plusse werden nicht ausgeräubert. Sondern das ist halt tatsächlich ein Ding, wenn Völker noch pennen oder wenn sie tot sind. Es gibt nichts, was jetzt schon honigt, außer die Weide ist das Erste, was anfängt zu honigen, wo man wirklich was sieht. Haselnuss macht, ist ein Windbestäuber, die brauchen noch nicht mal die Bienen. Und die Pollen von der Wabe ist auch gar nicht so toll für die Bienen. Die ist nur, wird gehöselt, weil sie da ist. Da ist sonst nichts, also geht die da dran. Erle ist schon, also auch ein Windbestäuber, ist schon ein bisschen besser. Wenn ihr merkt, die Völker, ich mag das nicht, wenn ich an den Stand komme jetzt im Jahreszeit und die Völker, die haben alle große Fluglöcher. Die Fluglöcher gehören jetzt um die Jahreszeit klein. Das ist quasi wie Herbst. Das ist auch nicht, das sind dieselben Bienen, ja. Also Bienen, die im Herbst gelernt haben, wie Räuberei funktioniert, die wissen auch im Frühjahr,
wie Räuberei funktioniert. Das heißt, wenn ich euch sage, dann guckt, dass die Fluglöcher nicht irgendwie so auf sind, sondern es reicht, wenn die so weit auf sind, das reicht auch für ein Wirtschaftsvolk. Und wenn die dann wirklich anfangen zu fliegen und wenn die aus der Traube raus sind, dann könnt ihr die Fluglöcher auch ein bisschen groß machen. Schön ist, wenn ihr jetzt mal die Mäusegitter langsam könnt ihr wegmachen. Also vielleicht, es geht, ihr müsst immer denken, ich bin sehr warm, also Köln ist sehr warm, ja, und das ist für euch wahrscheinlich 2 Wochen zu früh. Aber ihr könnt schon mal im Hinterkopf behalten, die Mäusegitter müssen irgendwann weg. Es macht nämlich keinen Sinn, am Anfang des Jahres ist der Pollen rar. Die wollen wirklich Pollen einschleppen und die brauchen den Pollen. Und wenn die den dann immer am Mäusegitter abstreifen und der fällt dann in den Boden, ja, das ist Kacke, weil die Bienen brauchen ja den Pollen. Deswegen macht er den nicht so schwer. Ihr könnt auch die Mäuse-Einlaufbrettchen wieder dran machen, sprich Anflugbrettchen, weil die Bienen, die kommen jetzt, die fliegen dann raus, dann ist ein bisschen warm und dann geht die Sonne mal kurz weg und dann verklammen die. Und dann habt ihr immer die ganzen Pollenhöschen tragenden toten Bienen irgendwie überall da vor der Kiste liegen, weil die es nicht mehr geschafft haben. Die setzen sich kurz zum Ausruhen hin und erstarren, verklammen und das war's. Und für die ist halt schön, wenn man da, wenn Anflugbrettchen da sind, dass die auch wieder nach Hause kommen. Finde ich irgendwie eine gute Geschichte. So, wenn die Völker, so, das ist jetzt ein großes Wenn, da müsst ihr echt drauf achten, weil sonst macht euch unglücklich. Wenn die Völker so sind, dass die schon aus der Wintertraube raus sind und die sind aus der Wintertraube dauerhaft raus, dann könnt ihr auch hingehen, anfangen mit dem Futterstrom, was ich eben gesagt habe, da bin ich irgendwie rausgekommen wegen der Räuberei, ach so war das genau, Futterstrom. Ihr könnt entweder hingehen und sagen, die Völker sind ein bisschen knäpplich eingefüttert. Ich lege da oben einen Futterteichbeutel drauf. Das geht. Das ist gut, weil die holen sich dann quasi den Futterteich weg und bringen den ins Brutnest. Und das ist so ein kontinuierlicher Futterstrom, wo die nicht hysterisch werden. Weil hysterisch sollen die nicht werden. Die sollen jetzt nicht denken, Vollalarm, sondern die sollen einfach so vor sich hin arbeiten. Und es ist immer alles gut. Ja, ihr müsst für die alles gut machen. Und Futterstrom ist immer, dann bedeutet es alles gut. Das wäre ein Beutelfutterteich über Kopf. Das ist keine Reizfütterung. Es geht wirklich darum, einfach nur so einen kontinuierlichen Futterstrom zu erzeugen. Wenn ihr verdeckelte, unverdeckelte, sonstige Futterwaben hinters Schied hängt, dann ist das das Gleiche. Die tragen dann quasi das Futter ans Brutnest und alle Bienen im Stock, die geben sich das ja, übergeben. Es geht ja nicht, die Biene geht ja nicht dahin zu der Wabe, macht, saugt sich dicke Backen und dann geht die zum Brutnest und spuckt das da irgendwo hin. Sondern die geht da hin und saugt und dann geht die 3 Schritte und dann gibt die das der nächsten Biene und so weiter und so fort, machen die so Eimerketten. Und alle Bienen, die diese Eimerkette da mitmachen, die Information ist, boah, wir haben voll viel Futter. Denen geht's gut, ja. Und wenn die alle wissen, boah, es ist viel Futter da, dann kümmern die sich auch um die Brut, weil die wissen genau, ist alles gut, wir können uns das erlauben und dann machen die das auch. Deswegen soll das nie knäpplich sein. Eine andere Möglichkeit, das mit dem Futterstrom zu machen, ist zum Beispiel, wenn ihr im Kaltbau imkert, könnt ihr auch die ganze Kiste um 180 Grad drehen. Dann ist der Teil, der sonst hinten war, ist plötzlich am Flugloch. Ihr habt ja so eine Wabe, wenn ihr die so habt. Dann ist das Brutnest, so vorne an der Tür, also vorne an der Tür ist ein bisschen Pollen, ein bisschen frei, dann ist Brutnest, oben drumherum ist ein Pollenkranz, drumherum ist der Futterkranz, nach hinten ist Futter. Wenn ihr das umdreht, habt ihr natürlich das Futter an der Tür. Wenn die Bienen jetzt noch in der Traube sitzen, dann wachen die ihre Traube, andere Bienen fliegen schon, dann habt ihr Räuberei, wollt ihr nicht. Wenn die aber schon aus der Traube raus sind, dann macht er das, dreht er das um und dann tragen die Bienen, die sind ja nicht doof, tragen dann dieses Futter natürlich nach hinten und alle Bereiche, die vorne frei werden, bestiftet die Königin. So dehnt sich dann das Brutnest aus. Wenn ihr einräumig überwintert habt oder ihr habt einräumig, wollt ihr einräumig führen, habt aber zweiräumig überwintert, und habt eine Halbzarge mit Futter oben draufstehen gehabt, kann man die Halbzarge jetzt schön unten drunter packen. Dann wird die leer gefressen, ist eine Geschichte. Könnt ihr auch nicht machen, wenn die nicht dauerhaft aus der Traube sind. Ihr müsst gucken, dass wenn ihr Honig in der Nähe, also Futter in der Nähe vom Flugloch habt, muss das Flugloch bewacht sein. Das ist wichtig. Wenn das ist, alles super, dann könnt ihr solche Sachen machen. So eine Halbzarge untersetzen mit Futter drin, das ist, glaube ich, bei einzeiligen Betriebsweisen ist das super. Im Warmbau kannst du natürlich, ich lese gerade, im Warmbau kann man natürlich auch eine Futterwabe ans Flugloch hängen, kann man auch machen.
Aber im Warmbau ist es halt, ja, kann man schon machen. Das Schöne, das ist halt die Idee beim Kaltbau, ne? Das Schöne, das Charmante am Kaltbau, dass ihr ja alles auf der einen Wabe drauf habt. Natürlich kann man auch eine Futterwabe nach vorne hängen, die tragen die auch um. Aber auch da ist es super wichtig, dass der Eingang bewacht ist. Der muss bewacht sein. Ich gucke mal gerade, was da sonst noch sind. Jetzt schon Honigraum. Ja, mit dem Honigraum, es ist so eine Sache, wenn ihr schiedet und das ist relativ eng, ne, dann ist es sinnvoll, den Honigraum relativ früh zu geben, weil die Bienen gehen natürlich lieber haben oben so eine Kappe über dem Brutnest, als dass sie irgendwie auf der anderen Seite vom Schied rumhängen. Und dann ist der Teil schon belaufen. Und wenn dann plötzlich Tracht kommt, dann geht die da auch hin. Und gerade bei so Weidentracht, also Weide kann sehr ergiebig sein, also vertut euch nicht. Und das ist auch noch ein Punkt, weil wir haben viele Anfänger jetzt dabei. Ich muss versuchen, das irgendwie so auf die Kette zu kriegen. Honigraum geben bedeutet bei mir, ich habe einen ausgebauten Honigraum oben drauf. Also ich habe komplett, das sind 12, also bei mir sind dann 10 Waben drin, das sind 10 ausgebaute Waben drin. Hast du als Anfänger ja gar nicht. Ne? Woher auch? Das heißt, als Anfänger sind da Mittelwände drin. Wenn ihr Mittelwände macht, macht da Mittelwände rein, ist gut. Das ist dann halt so, ist nicht ideal, aber das geht schon. Aber die werden noch nicht bauen. Die fangen erst an zu bauen, wenn es auch nachts so warm ist, dass sie nicht mehr in die Traube müssen, um die Brut zu wärmen. Und so viele Bienen da sind, dass dann auch oben über der Kappe halt auch irgendwie Bienen drin sind. Wenn ihr Anfangsstreifen nehmt, könnt ihr auch machen, dann ist es total wichtig, dass in der Mitte ein Block Mittelwände drin sind. Und zwar wirklich Mittelwände von oben bis unten an die Wabe. Weil die Bienen gehen nicht oben, die fliegen nicht immer so ein Stück, bis sie an die Oberkante vom Rähmchen kommen, sondern die laufen im Stock. Und die müssen irgendwo dran hochlaufen. Und wenn ihr eine Bautraube habt in der Mitte, die auf, was weiß ich, 5 Waben oder 4 Waben irgendwie die Mittelwände von unten, also von oben nach unten ausbauen oder da dran sind, dann fangen die auch an, sobald da die Wärme ist von der Bautraube, fangen die auch an, die Rähmchen an der Seite auszubauen, wo nur Anfangsstreifen sind. Das machen die aber nicht, wenn ihr nur Anfangsstreifen habt. Das ist ein beliebter Fehler und das gibt dann immer Ärger. Was meinst du, wie viel Honig kostet es, wenn nur Mittelwände im Honigraum sind? Ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist mehr, dass ihr schnell einen Schwarm habt, weil die den Honig irgendwo hinlagern müssen, bis es irgendwie ausgebaute Waben gibt. Und der geht dann ins Brutnest. Und Honig im Brutnest ist einfach ein Signal fürs Volk, wir können bald loslegen. Das heißt, der Schwarmtrieb wird relativ früh angelegt und nicht erst, wenn ihr Weiselzellen seht, sondern irgendwie auch mal gerne einen Monat oder anderthalb vorher. Das heißt, es ist schon sinnvoll, irgendwie, wenn ihr habt, ein paar ausgebaute Waben irgendwie übers Brutnest zu tun, könnt ihr links, rechts mit Mittelwänden auffüllen. Ich habe immer für jedes Volk habe ich tatsächlich 2 Kisten mit ausgebauten Waben habe ich vorrätig für solche Zwecke. Eine kommt jetzt drauf. Und sobald die richtig anfangen, da loszulegen, kommt da oben noch eine Kiste mit Mittelwänden drauf und dann können die die auch ausbauen. Und ab da ist alles gut. Dann sind aber auch unten die Waben schon weg, die Futterwaben hinterm Schied. Ne? Also sobald ich merke, da wird was eingetragen in die Honigräume, und zwar nicht mal irgendwie einen Tag, sondern schon ein bisschen mehr, dann kommen alle Futterwaben kommen unten raus. Das ist auch noch ein Punkt, wenn der Futterwaben raus ist, wo tut er die hin, wisst ihr nicht. Wenn ihr die bei euch in die Garage stellt, kann gut gehen. Ihr braucht die im Mai irgendwann. Das kann gut gehen. Wenn der April schön warm ist, habt ihr Wachsmotten drin. Dann ist schlecht. Kannst du für Ableger nicht mehr nehmen. Deswegen, ich habe das schon mal gesagt, ich habe dann immer ein Volk bei uns am Stand, irgendwie ein Schwächling oder sonst wie. Da kommt ein Absperrgitter drauf, da kommen leere Zargen drauf und da kommen die ganzen Futterwaben rein und das bewacht die dann. Das kriegt einen kleinen Eingang und das kann die bewachen und kann da auch unten in der Kiste kommt noch kein Schiet rein. Das wird dann, kann da einfach wachsen, wie es will. Und im Mai teile ich dann, wenn ich Ableger mache, wie auch immer, habe ich auch immer besetzte Waben. Sind die alle schon bienenbesetzt? Königin dabei, fertig. Dann ist irgendwie am elegantesten, habe ich so für mich rausgefunden. Klaus schreibt, also nicht abwechselnd ausgebaut und Mittelwände. Boah, bloß nicht. Macht das bloß nicht. Das gibt ganz, ganz, das wird ein ganz, das ist auch noch ein schöner, schönes, schöne Falle. Auch Anfangsstreifen, Mittelwand, es gibt auch Chaos. Immer im Block, weil, wenn ihr das nicht macht, die Bienen ziehen die Mittelwände aus. Und die sind damit fertig, bevor die den Anfangsstreifen rausgezogen haben. Das heißt, ihr habt dann immer eine ganz dicke Wabe und eine dünne Wabe. Eine ganz dicke Wabe, eine ganz dünne Wabe.
Das passiert auch, wenn ihr immer eine ausgebaute und eine Mittelwand gebt, dann die bauen auf beiden gleichzeitig weiter. Nachher stimmt der B-Space, stimmt auch noch zwischen den Waben, aber ihr habt einfach in der Mitte so eine dünne, das war die Mittelwand, und zwei dicke, das sind außen die fertig ausgebauten. Deswegen besser die ausgebauten hinstellen und dann am Rand die Mittelwände. Manchmal ist es auch umgekehrt, manchmal außen ausgebaut, in der Mitte Block, Mittelwände, weil in der Mitte ist es wärmer und da könnt ihr schneller bauen. Da gibt es könnte eine tolle Möglichkeit, alles auszuprobieren, was ihr machen wollt. Pfefferle hat die Futterwaben angedrückt und in die Brutnester gehangen. Was hältst du davon? Ja, der hat die nicht aufgeritzt, meinst du? Ja, der hat die nicht ins Brutnest gehangen, sondern ans Brutnest. Man darf auf keinen Fall irgendwas jetzt ins Brutnest hängen. Das ist quasi wie ein Sheet, was die teilt und was wie so ein Kälteakku da in der Mitte ist. Bloß nicht. An Rand, immer an Rand, nie in die Mitte. Das Brutnest, man kann ins Brutnest im Mai, ja, wenn Volltracht ist, kann man im Brutnest, in die Mitte vom Brutnest, kannst du eine Mittelwand reinhängen, die ist am nächsten Tag ausgebaut und bestiftet. Das geht. Aber schön ist es nicht. Eigentlich macht man das nicht. Ich habe gelernt, oder ich mittlerweile würde ich sagen, das Brutnest wird nicht angetastet. Links und rechts könnt ihr dran gehen, könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber im Brutnest rumwühlen macht man nicht. Zwischen Weberrähmchen und Absperrgitter stimmt der B-Space nicht. Ja, es kann sein. Es gibt tausend Dinge, wo man irgendwie demütig wird und sich fragt, das sind echt keine geheimen Wissenschaften, wie so ein B-Space funktioniert, und trotzdem kriegen die Kisten das nicht hin. Ich habe heute den ganzen Tag, heute Vormittag, Flugbrettchen Schrauben reingemacht, ja, weil die alle getackert waren, alle auseinanderfielen. Und ich habe, glaube ich, heute Morgen, weiß ich nicht, eine ganze Packung Schrauben, da sind was, 1000 Schrauben da drin oder was, habe ich verbraten für Flugbrettchen. Das sind Dinge, die verstehe ich nicht. Es wäre ganz einfach, aber es kommt dann eine Klammer rein und dann nach 2 Jahren oder einem Jahr fällt es auseinander und man muss doch schrauben. Sollte es doch lassen. Kann man volle Futterwaben einfrieren? Ja, kann man. Kann man machen, aber es ist irgendwie, wer hat denn so viel Platz? Wir haben, na gut, wir haben sowieso nie Platz in der Tiefkultur, weil da immer irgendwie Dinge drin sind, Fleisch und so. So, Markus Gunn, ich hänge am liebsten um, wenn das Flugwetter hat. Wenn es kein Flugwetter hat, dann kannst du direkt einpacken. Ich warte auf den Flugtag. Ja, das ist so. Das stimmt. So, was haben wir noch an Fragen? Machst du einen Ausgleich von Völkern durch Brutnahme? Ah, sehr gut. Nee, ich mache keinen, also das hat Bruder Adam hat das gemacht, ne, mit Brutwaben ausgeglichen. Das mache ich nicht. Ich gleiche aus durch Honigräume. Das ist aber jetzt noch nicht, da habe ich jetzt noch nichts mit zu tun. Man kann das machen durch Bruträmchen, durch Brutwaben ausgleichen, aber ich bin da kein Freund von, weil ich Brutwaben würde ich nicht vertauschen zwischen den Völkern, wenn ich das nicht muss. So. Deswegen würde ich das, wenn machen, mit Honigräumen tauschen. Das heißt, ihr habt jetzt zwei Völker nebeneinander stehen. Eins hat wahnsinnig stark, eins ist eher schwächlich. Kriegen beide einen Honigraum und ihr kommt eine Woche später, macht die auf. Bei dem einen ist der Honigraum voll angenommen, bei dem anderen ist der Honigraum, sind 3 Bienen drin. Dann tauscht er einfach die Honigräume zwischen den beiden Völkern. Das macht er 2-mal und dann sind beide Völker gleich stark. Das funktioniert sehr gut. Warum finde ich dich nach... Achso, egal. So, was haben wir jetzt noch auf meiner Liste stehen? Das Drehen hatten wir, ne? Ja. Ja, was noch gemacht werden muss, ist Honigräume fertig machen. Also ihr müsst sie ja noch nicht draufstellen, aber ihr müsst sehen, dass sie da sind. Also ne, ihr braucht die Honigräume. Da müssen auch ganz beliebter Trick ist, ihr habt da 2 Zargenstapel stehen mit Honigräumen. Ihr wisst, das sind die Honigräume. Und irgendwann kommt der Tag X und ihr wollt sie drauf machen und macht sie drauf. Und bei den obersten 3 sind Rähmchen drin, bei den anderen nicht. Ja, weil da hätten noch Rähmchen reingemusst, aber die habt ihr noch nicht fertig, weil die sind noch irgendwo. So, dann fangt ihr an zu kratzen oder zu nageln oder sonst irgendwas. Nicht so gut. Deswegen müsst ihr gucken, dass die Honigräume da sind und dass die auch in Ordnung sind. Ich persönlich habe jetzt noch keine Mittelwände eingelötet, weil ich will die nicht eingelötet haben, weil ich finde das immer so ein bisschen blöd, wenn die schon zu lange da drin rumstehen. Ich mache die lieber rein und stelle die drauf, dann auf die Völker, weil ich habe keine, will die hier nicht rumstehen. Deswegen, aber ihr müsst gucken, dass die Kisten da sind und dass die Honigräume, dass die fertig sind, dass da Rähmchen drin sind, und ihr müsst gucken, dass ihr Mittelwände habt. Es nützt nichts, wenn ihr dann noch irgendwie
20 Kilo Blockwachs da stehen habt, sollten dann auch schon Mittelwände sein. Und da vertut man sich auch mal gerne. Wie schnell man ist, wenn man Mittelwände selber gießt, mache ich nicht, lass umarbeiten. Aber ich weiß aus meiner Zeit, wo ich, ne, dann denkst du, ach ja, das kriegen wir schon hin. Dann hat aber Tante Gerda Geburtstag und das geht nicht und so und dies und das nicht. Und dann blüht die Weide und dann habt ihr nachher nochmal 6 Wochen später habt ihr richtig Ärger, weil die Bienen im Baum hängen, weil ihr die Mittelwände nicht rechtzeitig fertig habt. So, das kann man verhindern, das muss man jetzt machen. Stände, ihr müsst gucken, dass die Stände in Ordnung sind. Ihr müsst da jetzt bald wieder richtig dran und ihr müsst da dran können. Und dann ist es blöd, wenn der Baum, der damals umgekippt ist, wenn der nicht weggesägt ist. Macht das jetzt. Brombeerranken, was auch immer, einmal mit dem Mulcher vorne vorbeifahren, wie auch immer ihr das so regelt. Guckt an, dass die Kisten so stehen, wenn ihr gerade angefangen habt. Ah, auch gut. Ich habe gerade im Imkerforum gelesen, da hat irgendeiner fragt nach den richtigen Beutenständen. So, der richtige Beutenstand, so mit zum Dach drüber und so. Ne? Egal, was ihr macht, wenn ihr anfangt zu imkern, dann habt ihr, das ist jetzt echt ein Rat, der spart echt Geld, Zeit und Mühe. Ich hoffe, ihr nehmt den ernst. Habe ich auch nicht. Ich musste auch dafür bezahlen. Warum soll es euch besser gehen? Ihr müsst gucken, dass wenn ihr sowas macht und anfangt mit den Bienen, dann wollt ihr das besonders gut machen. Also die meisten wollen das besonders gut machen. Ich auch. So, und dann denkt man sich aus, wie man das so macht und dann baut man irgendeine Konstruktion, weil man da wirklich Bock drauf hat und man hat ja auch noch die Zeit und man weiß ja gar nicht, was jetzt wirklich wichtig ist und was nicht. Und dann baut man irgendwie einen Wahnsinnsbock. Und dann dauert das ein Jahr und dann stellt er fest, boah, A steht ja an der falschen Stelle. Aber er ist auch ein bisschen zu klein. Aber er steht da, weil er hat jetzt irgendwie, die Füße sind einbetoniert und solche Sachen. Deswegen macht sowas nicht. Am Anfang ist es so, dass bei Bienen ist es wirklich sinnvoll, da wo ihr das machen wollt, baut euch da keinen Bock hin, legt euch da einfach 2-Euro-Paletten hin, fertig. Sieht scheiße aus, weiß ich, Entschuldigung. Aber ihr könnt eine ganze Saison irgendwie mal gucken, ob das überhaupt richtig ist da. Das Flugloch ist garantiert an der falschen Stelle. Die Kiste, das ist, dahinter ist nicht genug Platz, sondern davor ist mehr Platz. Ihr könnt das gar nicht machen, weil wenn er die dahin macht, ist die Einflugschneise genau da, wo die Mutti immer irgendwie ihren Frühstückskaffee trinkt oder sonst wie. Das sind so viele Unbekannte, die ihr überhaupt nicht auf dem Schirm habt. Das kann man nicht wissen vorher. Es ist unmöglich. Und deswegen darf man auf keinen Fall irgendwie zum Eimer mit Estrich greifen, um da irgendwelche Betonfüße für zu machen oder sonst wie. Weil es kommt anders. Es kommt garantiert anders. Deswegen auch kein Bienenhaus bauen, gar nichts bauen, alles provisorisch machen. Also die Kisten, da nimmt er schon gute Kisten. Bienen macht er auch gut, macht er alles gut. Aber wie das nachher in der Anordnung ist, auch im Schleuderraum, macht da keine baulichen Veränderungen, macht das alles provisorisch mit Paletten, mit irgendwie, ihr könnt da auch im Baumarkt, dann holt ihr euch irgendwie so eine kunststoffbeschichtete Platte, da wo ihr schleudert und dann ist die abwischbar und das ist völlig in Ordnung. Die lehnst du da an die Wand und dann kannst du das da machen, aber ihr fangt nicht an jetzt einfach so auf gut Glück irgendeine Wand zu, zu fließen. Weil da steht die Schleuder nachher sowieso nicht, weil die wird im Weg stehen, weil das könnt ihr gar nicht wissen. Ihr müsst es erstmal gemacht haben. Deswegen keine großen baulichen, vor allen Dingen keine irreversiblen baulichen Veränderungen. Alles easy. Paletten hinlegen, gucken, passt. Passt nicht, ändern. Kein Problem. Hat nie da gelegen, die Palette. War gar nicht, war eine doofe Idee, ja? So, weil das ist wirklich was, wo man sich wirklich Dinge in den Weg bauen kann, wo man nachher denkt, boah, was habe ich denn da gemacht, ja? Und dann guckst du da noch 5 Jahre drauf und guckst du noch 5 Jahre drauf und ärgerst dich. So, ich sehe hier gerade Rotlichtlampe über die Mittelwände hängen und gut. Wärmeschrank, Wärme. Also ich mache es anders, ich mache das bei uns im Backofen. Ich habe mir so ein Brett gemacht, wo ich das reinlege in den Backofen und mache den auf 60 Grad oder was, dann würden die schmelzen. Da muss man echt aufpassen. Dann lege ich mir immer ein paar da rein und arbeite die von oben weg, drehe die nach der Hälfte um, dass die warmen unten dann oben liegen und tue neue drunter oder so. Und dann kann man kontinuierlich wegarbeiten. Aber man kann die auch, man kann die natürlich auch mit einer Rotlichtlampe oder wie auch immer, aber die müssen stockwarm sein. Auf jeden Fall. Kann man Zander einräumig schieden? Ja klar, kannst du machen, aber wofür? Also braucht man nicht.
Wenn ihr Zander einräumig habt, man kann die schieden, natürlich. Man kann die schieden. Klar, geht. Ich glaube nicht, dass es nötig ist. Was bei diesem Schieden immer wieder so ein bisschen vergessen wird, ist, oder was nicht vergessen wird, aber was so überbewertet wird oder unterbewertet wird, das Schieden ist nur Mittel zum Zweck. Das Wichtigste an dieser ganzen Nummer ist einfach eine potente Königin, also eine, die gut aufgezogen ist und natürlich irgendwie von der Genetik, die in Ordnung ist. Dann ist das mit dem Schieden alles relativ. Also bei Zander einräumig. Ich habe Ableger, habe ich auch schon mal geschiedet auf 5 Waben oder was und dann nachher wieder erweitert. Das ist dann besser, als wenn er so einfach in der ganzen Kiste so machen lasst. Aber 3 Wochen später sieht man da nichts mehr von. Deswegen, ich würde sagen, einen Brutraum kriegen die immer irgendwie voll mit vernünftig gemacht. Ihr könnt gucken, dass das Brutnest in der Mitte ist, dann kann es sich nämlich schöner in beide Richtungen ausdehnen. Das ist besser, wenn das zufällig an die Seite gekommen ist. Ins Auto, wenn die Mittelwende, ja, ins Auto, wenn die Sonne scheint, ja, kann man machen, aber das ist alles so unkontrollierbar. Also ich habe jetzt einen Wärmeschrank, den kann man genau einstellen, den stelle ich dann auf 30 Grad oder 35 Grad und dann lasse ich die über Nacht da drin und dann sind die 35 Grad. Aber ich hatte auch einen Wärmeschrank, wenn man das gemacht hat, dann waren die unten geschmolzen und oben die hatten nur 25 Grad. Kommt ein bisschen auf den Wärmeschrank an. So. Im Honigrähmchen. Das kommt jetzt völlig aus dem Blauen. Egal. Ich kann das aber. Honigräumen, also Hoffmann-Seitenteile. Ich finde ja Hoffmann-Seitenteile gar nicht so schlecht. Es gibt ja Leute, die finden die total schlimm, wenn man so viele Bienen quetscht. Aber das passiert eigentlich nur, wenn die Kiste scheiße ist. Aber wenn die Kiste ist, wenn das so eine Liebigbeute ist oder so eine Deutsch Normal, wo so 12 Deutsch Normale oder 10 Zander reingehen, die sind immer zu eng. Und dann, wenn man die so quasi so festziehen muss, weil das eigentlich zu eng ist, dann rollt man die Bienen und dann hat man da Probleme. Aber dann hat man auch Probleme mit Abstandhaltern. Das liegt aber an der Kiste. Wenn ich jetzt eine Kiste habe, wie zum Beispiel alles mit Großwaben, ob das jetzt Zander, also Zandant oder Deutsch Normal 1,5 oder Dadant oder wie sie alle heißen, dann kann ich die ja zur Seite wegnehmen und dann ist das völlig wurscht, ob ich da jetzt. Warum soll man mit Hoffmann nicht imkern können? Man kann auch mit Hoffmann gut imkern. Bei den Mini-Plussen habe ich Hoffmann. Finde ich alles in Ordnung. Finde ich nicht schlimm. Also es geht schon auch. Es liegt aber an der Kiste. Wenn du wenig Platz hast, sind natürlich so Polsternägel, da quetscht natürlich weniger Bienen mit. Da haben wir noch eine Frage, das ist mit dem Honigraum. Wie kann ich das mit dem Block verstehen? Beispielsweise, wenn ich einen 10er Dadant Honigraum habe, dass ich beispielsweise an den Rändern ausgebaute Waben reinstelle. Ja, das kann man zum Beispiel machen. Du kannst, wenn du einen 10er Honigraum hast, kannst du außen jeweils irgendwie, machst du 2 ausgebaute Waben hin und in der Mitte 6 Mittelwände. So könnte man das machen. Kann man umgekehrt machen. In der Mitte 6 ausgebaute Waben, außen jeweils 2 Mittelwände. Und dann auf der nächsten Zarge, die du draufstellst, machst du nur noch Mittelwände. Ob du draufstellst, ob du drunter stellst, das sind alles so, ja, das ist komplett. Also, ich glaube, es ist erstmal ist es für euch, ist es egal. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Wenn ihr Bienen habt, die gut sind und gut gezüchtet sind, dass die den Honig, dass sie den Drang haben, den Honig brutnestfern zu stapeln, so heißt das, dann ist es egal. Kann man oben drüber stellen. Je landrassiger die Bienen sind und desto mehr so der alte Kanika-Einschlag da ist, wo da nicht so drauf geachtet worden ist, bei den modernen Kanika ist das auch alles nicht mehr so. Bei den alten Kanika war das so, dass die versucht haben, möglichst den Honig wirklich ums Brutnest drumherum zu packen. Also auch schon in der Tracht. Im Herbst will ich das, aber im Sommer will ich das natürlich nicht in der Tracht. Die Bienen, die wollen nicht nach oben gehen. Egal, wenn der so eine bestimmte Entfernung vom Brutnest weg hat, dann bringen die da den Honig einfach nicht mehr hin. Fertig aus, machen die nicht. Das liegt ein bisschen an den Bienen. Wenn ihr gute Bienen habt, tragen die den Honig gut hoch. So, ich lese mal gerade die Fragen. Bob, 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 10 Rähmchen, einen Drohnenrahmen, wäre perfekt. Ja, nee, da ist gar nichts perfekt. Also bei den Kisten ist nichts perfekt. Die muss man sich auch nicht schönreden. Da muss man hinten irgendwie einen Sheet rein tun und eine Wabe sparen. Ansonsten hat man immer das Problem, dass man im Frühjahr, wenn man die Kiste aufmachen will, reißt man bei einem Rähmchen den Oberträger ab. Also gerne mal. Bei diesen Deutsch Normal 12
Rähmchenkisten. Das ist ganz furchtbar. Was spricht dafür, die Zellhöhe der Honigrähmchen etwas abzutragen? Was weiß ich nicht, was du meinst. Also da ich mir Messer entdecke ich oder mit der Maschine entdecke, die nehmen immer die Hälfte weg vom Rähmchen. Das ist so. Hopp, hopp, hopp. Ja, irgendwie so. Was haben wir noch an Fragen? Ich guck mal gerade. Kann man, ja, Zander einräumig. Ach so, hier, füttern. Kann man füttern und Honigrahmen drauf? Ja, kann man. Kann man machen. Aber da muss man ein bisschen gucken. Also man will ja nicht, dass dann nachher irgendwie, dass man das Winterfutter selber als Honig dann bekommt. Ne? Also in dem Moment, wo die noch kein Futter von außen reinkommt, kann man das machen. Also ich mache das dann auch. Also wenn ich dann, ich komme ja dann in die Kisten und ich habe ja dann einen Futterteigbeutel drauf und möchte denen aber jetzt irgendwie einen Honigrahmen geben. Dann nehme ich den Beutel runter, lege ein Absperrgitter drauf, mache meinen Honigraum drauf, lege den Futterteigbeutel an die gleiche Stelle über den Honigraum, Deckel drauf, fertig. Wenn ich dann eine Woche später wiederkomme und da kommt Tracht, dann nehme ich den Beutel weg. Und wenn jetzt von dem Beutel, da sind 2,5 Kilo drin, wenn als 500 Gramm von irgendwie bei den 25 Kilo im Honig landen, ist mir es egal. Aber in der Regel passiert das nicht, weil sobald richtig von außen was reinkommt, benutzen die den nicht mehr und richtig umtragen tun die das auch nicht. Mache ich mir keinen Kopf wegen. Ja, also nicht Honigwaben, wenn man die nicht mit dem Föhn entdeckelt, sondern mit dem Messer oder mit der Gabel, dann fehlt ja eh ein Stück. Da müssen sie eh bauen. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr da eine ausgebaute Kiste draufsetzt, müssen die trotzdem noch ein bisschen bauen. Und dann kommt ja auch relativ schnell der zweite Honigraum und der sollte dann Mittelwände enthalten. Je nachdem, wie warm es nachts schon wird, dann könnt ihr auch noch ausgebaute mit drauf tun. Das ist auch gut, aber da kann man schön bauen lassen. Ist wichtig, viel bauen lassen, damit die auch ordentlich Wachs produzieren. Ihr braucht ja auch frisches Wachs. So, jetzt gucke ich mal gerade hier, was wir hier so haben. Pop, 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 pop. Ah ja. Ja, was müsst ihr noch machen? Ihr müsst euch jetzt mal überlegen, dieses Jahr müsst ihr euch überlegen, wie das mit der Vermehrung aussieht. So, da könnt ihr euch jetzt schon Gedanken drüber machen, nicht weil ihr das jetzt machen müsst oder weil das jetzt irgendwie Thema wäre. Nächste Woche macht übrigens nochmal der Markus Gann was zur Vermehrung, aber da geht es mehr um Praxis. Wie man quasi die richtige Belegstelle findet für seine Bienen und so. Das ist wirklich spannend. Braucht aber alle nicht zu interessieren, die jetzt mit anfängermäßig unterwegs sind. Das ist alles erstmal. Spielt keine Rolle, ist aber für den Rest vielleicht interessant und man kann es ja sich später angucken. Oder man guckt sich's an und kann sich überlegen, boah, was da für ein Aufwand getrieben wird und das dann irgendwie später machen. Was aber ist, ihr müsst euch Gedanken machen, was ihr machen wollt dieses Jahr. Letztes Jahr war ja mein Credo, oder da habe ich gesagt, das Motto habe ich ausgegeben, jeder guckt mal, dass er sich irgendwie eine vernünftige Königin besorgt. Einfach um mal zu gucken, wie das so ist, was das so macht. Deswegen wäre es schön, wenn ihr dieses Jahr mal versucht, selber irgendwie was zu machen. Das heißt, selber mal Königin nachziehen. In welchem System ihr das machen sollt, auf welche Art, könnt ihr euch überlegen. Eilt jetzt überhaupt nicht, müsst euch nur Gedanken machen, weil ihr braucht dann auch das Material. Ne? Ihr müsst dann Kistchen haben oder Umlaufnadeln oder stopfen oder selber Nupfen gießen, wie auch immer. So, das müsst ihr euch machen. Der Ludger sagt gerade, ich soll Schluss machen. Das wäre total furchtbar, mein Internet. Das wäre total kacke. Ich finde das gemein. Aber es ist so. Zwei Dinge habe ich noch auf dem Zettel stehen. Da lege ich noch Wert drauf. Ihr müsst gucken, dass ihr euch, wenn ihr wandern wollt, wenn ihr in Raps wollt, ihr braucht eine Wanderbescheinigung. Das heißt, ihr müsst euch jetzt an euren BSV wenden und sagt, hallo, ich brauche eine Wanderbescheinigung, dass er entweder eine Futterkranzprobe zieht, wenn er die noch nicht gezogen hat, zieht. Oder nach Beschau oder wie auch immer das bei euch in der Gegend so ist, wendet euch an euren Bienensachverständigen. Und wenn ihr anfangen wollt zu imkern und noch nicht angefangen habt, seht sehr zu, dass ihr keine Kunstschwärme kauft jetzt um die Jahreszeit. Kunstschwärme jetzt um die Jahreszeit sind eigentlich dafür da, um irgendjemand anderem die Tasche voll zu machen. Und für euch nützen die nichts. Kein Anfänger braucht im März, April einen Kunstschwarm und möchte mit dem Kunstschwarm starten. Es ist viel zu kalt.
Das ist überhaupt keine Möglichkeit, keine gute Möglichkeit, damit anzufangen, jetzt um die Jahreszeit. Im Sommer ist das was ganz anderes. Im Sommer ist das die beste Möglichkeit vielleicht. Aber jetzt ist es eine ganz schlechte Lösung, weil die können noch gar nicht richtig bauen. Dafür ist es zu kalt. Und die müssten ja dann bauen, Brut aufziehen. Und bis die das alles gemacht haben, ist eure Tracht, Geschichte. Deswegen guckt, wenn ihr Ableger habt, wenn ihr jetzt anfangen wollt, kauft euch ein Bienenvolk. Ableger gibt es jetzt nicht mehr. Alles, was überwintert hat, sind Bienenvölker. Oder wartet bis Mai und habt dann einen Schwarm oder einen Kunstschwarm oder einen frischen Ableger oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich am schönsten zu starten, weil man dann mit den Bienen da reinwachsen kann. Wenn ihr jetzt ein Volk kauft, das geht schon ziemlich nach vorne und das ist halt dann doch echt, da ist man auch mal schnell überfordert. Also kann ich gut verstehen, wenn das so ist. Also keine Kunstschwärme kaufen im April und bis Ende April oder bis Mitte Mai keine Kunstschwärme kaufen mit neuer Königin, weil die sind immer aus Italien. Und in der Regel wird das schon irgendwie in Ordnung sein für den, der es verkauft, für euch vielleicht. Aber es gibt immer noch das Risiko, dass man sich den kleinen Beutenkäfer mit einschleppt. Das ist ein Parasit, der da sein Unwesen treibt. Und das ist völlig unnötig. Und ihr habt doch keinen Spaß an denen, an den Kunstschwärmen. Das ist was für, ich weiß nicht für wen, für Leute, die gerne Geld verdienen mit Bienen. Egal. So, keine Kunstschwärme, die Wanderbescheinigung. Ah, ich habe eine Flasche Wein bekommen, wollte ich mich für bedanken. Ich hoffe, das Internet gibt das noch her. Lecker, sage ich mal so. Dankeschön. Noch irgendwas? Mach Schluss, dein Internet will nicht mehr, es hakt. Nächste Woche macht der Markus Gann und wir sehen uns danach wahrscheinlich, weil danach haben wir Geburtstag. Wir sind dann quasi ein Jahr auf Sendung und ich hoffe, es funktioniert dann ein bisschen besser. Und wenn nicht, machen wir so wie immer. Ich wünsche euch was. Ich gucke mal, was jetzt hier das Ding so sagt. Screen. Bei euch ist Internet okay. Ja, super. Und hier nicht. Ist alles hinterher und so. Egal. Kinders, nehmt es mir nicht übel. Wir sehen uns dann übernächste Woche zu unserem Geburtstag. Ihr könnt ja auch mal sagen, was ihr haben wollt, was wir an unserem Geburtstag machen sollen, ob wir hier nackt moderieren oder irgendwie ich mir so ein Mützchen aufsetze oder was auch immer. Ihr könnt euch das wünschen. Ist nicht, dass ich gesagt, dass ich das mache. Mir fällt bestimmt auch noch viel ein, was ich vergessen habe. Das machen wir dann in den Kommentaren danach oder in 2 Wochen. Es ist alles jetzt nicht so super eilig. Seht zu, dass sie genug Futter haben. Das ist das Wichtigste. Futter, Futter, Futter. Alles andere kann man irgendwie nachkorrigieren. Auch weisenlos ist egal, kriegt man auch noch nachkorrigiert. Aber Futter müssen sie haben. So, in diesem Sinne. Heute ist Gin Tonic. Prost, Wiedersehen, bis in 2 Wochen. So, willst du das beenden? Ja.